Wenn dich die Weihnachtszeit ziemlich stresst, dann ist dieses Video genau richtig für dich. Ja, servus beieinander, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Ich bin's Karin und ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ja, heute geht es hier um diese wundervolle Dame, ja. Und zwar, das Video ist auch in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil erfährst du, wie ich ein Porträt zeichne, wie der Aufbau ist, wie die Proportionen sind und so weiter. Das war ja auch eine Frage in einem meiner letzten Videos. Und im zweiten Teil erfährst du dann, warum es gerade Porträts sind oder gerade Zeichnen von Porträts, was den Stress wirklich minimiert oder wie du Stress abbauen kannst mit dieser Methode. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und bis gleich. Ja, hier du siehst, ich beginne immer, meine Proportionen sind Drittel, Drittel, also drei Drittel vom Porträt. Und Mund, Nase gucke ich halt immer, dass die ziemlich parallel sind. Aber du wirst jetzt gleich oder mich begleiten beim Zeichnen von einem Porträt. Ich benutze jetzt hier Hilfslinien, die nehme ich auch, wenn ich mit Aquarell arbeite. Manchmal ist es, finde ich, recht spannend, wenn diese Hilfslinien noch zu sehen sind. Also du kannst natürlich jederzeit diese Bleistifthilfslinien auch dann im Anschluss, wenn sie dich stören, wegradieren. Und es ist jetzt ein Porträt oder ein Gesicht von frontal, also von vorne, nicht seitlich. Seitlich ist dann nochmal ein bisschen schwieriger. Und du siehst, ich fange jetzt hier wieder an. Ich gucke immer, dass es drei Drittel sind. Und der Punkt eben, das ist die Nasenwurzel bis zur Nasenspitze ist eben ein Drittel. Dann Augenpartien, Nasenpartien sollten immer parallel sein. Das müsste man jetzt auch gleich dann nochmal sehen. Dann hier siehst du wieder so eine Hilfslinie, nämlich Nasenwurzel bis zum Auge, also Beginn Auge ist immer in einer Linie. Und wenn du das so regelmäßig übst, dann hast du das, dann brauchst du diese Linien auch gar nicht mehr irgendwann. Ich habe die Linien natürlich jetzt nur für euch mit reingezeichnet, dass man sieht, wie ich im Normalfall arbeite mit meinen Hilfslinien, die ich dann natürlich dann aber auch schon, wo ich dann ungefähr weiß, wo die anfangen oder enden. Wichtig ist, wenn ich betrachte diesen Beginn oder dieses Porträtzeichnen, wenn es dann ins Malen übergeht, dieser Grundstock, wie vergleiche ich immer gern wie beim Hausbau, unten der Keller, der Grundstock muss passen, ja? Wenn ich damit zufrieden bin, dann habe ich die Möglichkeit, innerhalb von dem Porträt habe ich dann wirklich unglaublich viel Freiraum. Aber dieser Grundstock, der sollte, also muss für mich passen. Und da kann es dann schon mal sein, dass ich da ein bisschen länger rumhantiere. Und hier eben, man sieht wieder diese Mund, Nase, Augen. Achte ich darauf, dass die parallel sind. Und jetzt zeichne ich einfach mal so den Mund oder beziehungsweise so das Gesicht mal fertig. Also dieses Gesicht ist Fantasie. Eine Fantasiezeichnung. Du kannst aber natürlich auch im Internet dir Porträts, Fotografien, Schwarz-Weiß-Fotografien sind bestens geeignet und die einfach mal abzeichnen. Ist ungemein beruhigend. Da sind wir jetzt aber schon im Thema. Also das heißt, jetzt kommt so langsam, gehen wir in den zweiten Teil über. Ja, eben jetzt hier Teil 2. Warum gerade Porträt zeichnen, malen?
die meine Erfahrungen, meine persönlichen Erfahrungen, aber auch Erfahrungen innerhalb der Suchthilfe oder im therapeutischen Setting haben einfach gezeigt, dass Zeichnen und gerade diese Bleistiftzeichnungen oder auch Kohlezeichnungen ungemein beruhigen. Das heißt, es ist ich-stärkend und du stabilisierst dich einfach. Und meine Empfehlung, nimm oder lade dir einfach im Internet ein paar Porträts in Schwarz-Weiß mal runter und zeichne die mal nach. Und du wirst sehen, du wirst fokussierter und dein Geist, deine Nerven beruhigen sich, während du zeichnest. Also wenn ich ziemlich nervös bin, dann zeichne ich im Bleistift. Aber jetzt, wir wollen natürlich auch ein bisschen Farbe. Und dieses Gesicht bekommt jetzt Farbe. Und mit Farbe und Formen, ja, das ist so, gerade bei Porträts ist es so eine unglaubliche, ist es auch eine sanfte oder kann es eine sanfte Umarmung werden, ja. Ja, und such dir deine Farben aus. Mir war jetzt an diesem Abend einfach nach ein bisschen Orange oder auch Farben, Herbstfarben. Also da sind jetzt kaum Blautöne drin in dem Bild, wobei ich oft eben gern auch in Blau male, aber da irgendwie war mir nicht so richtig danach, ne? Und Porträtmalen, gut, es ist jetzt in Schnelldurchlauf, ist ja, wenn du dir da die Zeit nimmst, ne, also wirklich mal an jedem Abend ein bisschen an deinem Porträt zu arbeiten, dann wirst du merken, ja, das ist so ein ganz, ganz, ganz liebevoller Kontakt, den du da mit dir selbst den du schaffst mit dir selber. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben, dieser liebevolle Kontakt zu dir selbst. Und während du malst, lächle dir auch einfach mal liebevoll zu. Du wirst es merken. Und das wirklich Tolle am Porträt zeichnen oder auch malen ist, du kannst mit diesem Bild in Kontakt treten. Ja, also es waren etliche Male, wo ich tatsächlich dann dieses Bild von mir gefragt habe, ja, wie geht's weiter? Zeig mir den Weg. Also im Endeffekt beginnst du ja eine Unterhaltung mit deinem höheren Selbst. Nichts anderes ist es, ne? Und dein höheres Selbst antwortet dir in Form von Farben und Formen. Und du kannst auch deinem Bild Namen geben. Also bei mir sind es viele Else-Bilder, die wirklich mein höheres Selbst symbolisieren, ne? Das sind dann Else-Bilder. Die hatten auch eine ganz besondere Farbe. Auch die Haarfarbe war immer rot, komischerweise. Also sie würde ich jetzt auch eher sie bekommt auch so diesen Else-Status, ne? Also sogar mein Partner nennt mich oft Else, ne? Also das ist irgendwie schon so ein Spitzname, Else. Aber das in dem Augenblick, wo du in Kontakt kommst mit dir selbst, deine Gefühle spürst und benennen kannst, ja, kannst du Grenzen ziehen, Grenzen setzen, du wirst ruhiger, der Stress, ja, der tangiert dich einfach nicht mehr so. Weil du hast ja diesen wundervollen Kontakt zu dir. Ja, also an manchen Tagen, wenn ich weiß, die sind beladen mit vielen Terminen, ja, dann weiß ich, okay, abends habe ich diesen Kontakt zu Else, beziehungsweise du kannst auch dein Bild mit in den Alltag nehmen. Das geht auch. Ja, wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch und an dieser Stelle danke, danke, danke für die vielen Likes und vor allen Dingen für die vielen Daumen nach oben. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal. Jetzt nochmal zu Else oder ich bin gespannt, welche Namen ihr euren Avatars, es ist ja auch ein Avatar, ne? Dein persönlicher Avatar,
gibt. Ja, und dieser Kontakt mit dir selbst lässt dich ruhiger werden. Und hier mache ich einfach zum Schluss noch ein paar so Korrekturen, was mir nicht gefällt. Du kannst auch in oder bei einem Aquarellbild natürlich dann auch noch mit Acryl ein bisschen nacharbeiten. Geht jederzeit. Also man hat diesen unglaublichen Freiraum auf der Leinwand oder jetzt hier auf dem Papier. Und diesen Freiraum wirst du zunehmend auch im Alltag spüren. Nimm diesen Freiraum mit in deinen Alltag. Und der Stress wird vergehen. Dessen kannst du sicher sein. Und ein gesunder Stress ist ja auch was Tolles. Ja, wenn man erregt ist, wenn man sich auf den Tag freut, wenn viele Termine sind, viele Gespräche, vielleicht sogar viele neue Kontakte entstehen. Es ist ja auch ein guter, ein angenehmer Stress. Aber sobald du regelmäßig mit dir und deinem höheren Selbst in Kontakt trittst, wirst du im Vorfeld lernen, Grenzen zu setzen oder auch das Nein sagen, wird dir leichter fallen. Also mir hat Else oft wirklich viel geholfen. Also in diesem Sinne, danke Else. Vielen lieben Dank, liebe Else. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Workshops, über meine Seminare, ja, und so insgesamt so alles, was wir so tun und treiben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung. Ach ja, wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Und ich beantworte wirklich jede Frage. Also, bis bald und pfiat euch. Viel Spaß.